Du bist vielleicht gerade beim Lernen in deinem Studium, in deinem Medizinstudium und fragst dich, wie kann ich am effektivsten lernen? Was ist die beste Lerntechnik? In diesem Video verrate ich dir meine beste Lerntechnik, meine Herzensempfehlung, wie du am effektivsten lernen kannst und dir die Sachen auch langfristig einprägen kannst und verrate dir auch, warum das so ist. Also, let's go! Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und heute ein wichtiges Thema, eine wichtige Frage, die ich schon oft gefragt wurde und ich glaube, gefühlt jeder hat sich die Frage schon mal gestellt oder beschäftigt sich mit dem Thema, wie lerne ich am effektivsten im Medizinstudium, was ist die perfekte Lerntechnik und gibt es überhaupt die eine perfekte Lerntechnik? Darum geht es in diesem Video. Wenn du also wissen willst, was das für eine Lerntechnik ist, welche ich empfehle und warum ich gerade diese empfehle und die ans Herz legen kann, dann bleib dran, denn darum geht es in diesem Video und du wirst sehen, sie wird und kann dein Lernen im Medizinstudium wirklich revolutionieren und du kannst dir mit der richtigen Lerntechnik enorm viel Zeit und Nerven sparen. Also, um welche Lerntechnik handelt es sich? Wenn du Happy Hippocampus schon folgst oder mich kennst, dann weißt du, ich bin der größte Fan von Gedächtnispalästen, von der Loki-Methode. Und du sagst jetzt, okay, du hast schon mal davon gehört, hast vielleicht ausprobiert, hat noch nicht so funktioniert. Vielleicht ganz im Gegenteil, hast du schon Gedächtnispaläste selbst gebaut, hast sie hier auf YouTube, unser Plexus Brachialis Video, Aminosäure Video, Beta-Oxidations Video, schon Gedächtnispaläste gesehen oder in unserem Lernpaket dir Gedächtnispaläste angeschaut und gesagt, boah, beeindruckend, es funktioniert wunderbar. Ich möchte dir zum einen sagen, also wirklich, wenn ich dir empfehlen kann, dich mit Lernen, Lerntechniken auseinanderzusetzen, dann beschäftige dich mal mit Gedächtnispaläste mit der Loki-Methode. Sie hat mir selbst in meinem eigenen Studium enorm viel Zeit und Nerven gespart und ich verspreche dir, du kannst auch wirklich dir damit enorm viel Zeit in deinem eigenen Studium ja sparen, wenn du dich damit mal beschäftigst. Wie du das machst, ob das auf YouTube ist, mit unseren Videos, mit unseren Gedächtnispalästen dich inspirieren lässt, ganz egal, aber ich kann dir wirklich ans Herz legen, beschäftige dich wirklich mal damit. Am besten eignet sich immer ja die Semesterferien, sich einfach mal Zeit zu nehmen, sich mal ein bisschen einzulesen oder einzuschauen hier auf YouTube. Oder viele Tipps und Anweisungen gibt es hier auf unserem YouTube-Kanal schon dazu, dass man sich einfach mal beschäftigt und dann ja das einfach mal ein bisschen übt, als wenn du zwei Wochen vor der Klausur bist und dann sagst, oh, neue Lerntechnik, wie kann ich lernen? Ja, ich möchte dir einfach jetzt ein paar Argumente und gute Gründe zeigen, warum ich davon felsenfest überzeugt bin, dass es im Medizinstudium nichts Besseres als Gedächtnispaläste gibt, um eben diese Fülle an Lerninhalten zu bewältigen und die Sachen auch langfristig ja, sich einbringen zu können. Und zwar das Erste, du kennst es vielleicht auch, du sitzt da, weißt nicht, wie du die Menge an Lernstoff dir einbringen sollst und bist einfach ja, überfordert vielleicht auch in gewisser Weise und sagst, du weißt nicht, wie du einfach diese Lernstoffmenge bewältigen sollst. Du hast vielleicht schon mit Zusammenfassungen, Anki, was auch immer, Merkbilder, was auch immer. Es gibt tausend Sachen, ja, Eselsbrücken, Mehrgeschichten. Und es hat irgendwie trotzdem noch nicht so funktioniert. Oder einfach, du kannst damit noch nicht diese große Menge an Lernstoff ja, bewältigen. Und ein großes Argument, warum ich so ein Fan von Gedächtnispalästen bin, ist eben, dass Gedächtnispaläste dafür ausgelegt sind, große und riesige Stoffmengen und Lerninhalte sich wirklich abzuspeichern. Warum ist es so oder warum weiß ich das auch so? Ich habe früher, hast du vielleicht in anderen Videos schon gehört, sehr intensiv Gedächtnissport gemacht, habe sogar eben zwei Gedächtnisweltrekorde eben mit Gedächtnispalästen auch aufstellen können. Und beim Gedächtnissport geht es eben auch darum, sich enorme Mengen, hunderte, tausende zufällige Informationen, Fakten, sich in kurzer Zeit möglichst effektiv einzuprägen. Und genau zu 99,9% verwenden auch die Gedächtnissportler und Gedächtnissportlerinnen Gedächtnispaläste. Und warum kann ich das noch sagen? Zum einen eben aus dem Gedächtnissport, wo alle gefühlt sich damit diese enormen, krassen, riesigen Stoffmengen in kürzester Zeit einprägen. Und auch, ich habe Biologie und Medizin studiert, zwei Rechts- oder gerade Medizin, sehr lernintensive Fächer, habe da 80-90% der ganzen Fakten, die man auswendig lernen muss, eben auch mit Gedächtnispalästen gelernt, habe gesehen, wie wunderbar und gut es funktioniert. Ich habe von Natur aus ein schlechtes Gedächtnis. Jeder, der mich kennt und weiß, wenn ich keine Lerntechniken verwende, dass es gefühlt hier reingeht und da drüben raus und hätte ohne diese Lerntechniken, ich glaube, gefühlt zig Semester länger gebraucht oder das Studium vielleicht dann hingeschmissen, weil ich gesagt hätte, ich kriege diese Stoffmenge einfach nicht in meinen Kopf rein mit meinen Grundvoraussetzungen. Und da waren mir eben Gedächtnispaläste ganz persönlich echt die Hilfe schlechthin und haben mir quasi das Leben im Medizinstudium gerettet. Und so kann es dir vielleicht auch eine Hilfe sein oder ja dein Lernen quasi retten, indem du einfach sagst, du baust auch mal Gedächtnispaläste, du musst nicht gleich so extrem, wie ich es gemacht habe, gefühlt alles damit auswendig lernen, sondern kannst du im Kleinen mal anfangen.
Also ich wollte damit nur zeigen und sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung von anderen, die mit Gedächtnispalästen schon gelernt haben oder mit unserem Lernpaket, wo ja auch viele Gedächtnispaläste enthalten sind, dass es wunderbar funktioniert, gerade bei großen Mengen. Ja, dann noch der zweite Punkt. Du musst sehr, sehr viele Sachen im Medizinstudium auswendig lernen, um die Parallele zum Gedächtnissport wiederherzustellen. Du musst unabhängige Fakten, die nichts miteinander zu tun haben, Zahlen, Begriffe, abstrakte Bilder und so weiter, die einprägen, was nochmal schwerer ist, als wenn du wie in der Medizin schon mal ja eine Struktur hast, das hat Hand und Fuß, du merkst ja was Sinnvolles damit. Und da ist auch die Technik wunderbar geeignet, indem du einfach, ob das sinnlose Fakten im Gedächtnissport sind oder sinnvolle Inhalte oder Fakten aus dem Medizinstudium, dass du einfach sehr, sehr viel, und es ist nun mal so, dass man echt sehr viel im Medizinstudium auswendig lernen muss, und dafür funktioniert es wunderbar, weil Gedächtnispaläste eben dafür ausgelegt sind, wirklich auswendig zu lernen, indem man, wo man früher stupide vielleicht sich die Sachen zigmal durchlesen musste und einfach nicht so begreifen, verstehen oder logisch sich herleiten konnte, eben einfach schön in Bilder packen kann und dann in einem Gedächtnispalast abspeichern kann, wo man sonst einfach wieder schnell vergessen würde. Da sind wir beim dritten Punkt, das schnelle Vergessen. Es gibt nichts Deprimierenderes, ich kenne es aus eigener Erfahrung, du kennst es vielleicht aus, man lernt was, du wiederholst es vielleicht ein paar Mal und am Ende hast es dann doch wieder nach ein paar Wochen vielleicht vergessen oder bis zum Examen musst dann wieder gefühlt von vorne anfangen und ist einfach deprimierend und demotivierend. Und Gedächtnispaläste sind genau auch dafür ausgelegt, weil das Lernen damit auch gehirngerecht abläuft, dass man sich die Fakten auch wirklich langfristig einprägen kann. Wir haben manche Zuschriften bekommen, boah, ich habe, was weiß ich, ein Gedächtnispalast, ein Video dazu geschaut oder mir überlegt, ich kann das meinen Enkeln wahrscheinlich noch erzählen. Probier es einfach mal aus, überzeug dich auch mit den ganzen Gedächtnispalästen hier auf unserem YouTube-Kanal davon, wie gut es funktioniert. Du schaust dir manchmal wirklich einen Gedächtnispalast an oder baust dir auch selbst einfach einen Gedächtnispalast und siehst dann, krass, ich habe mir den einmal überlegt und kann den noch in ein paar Wochen, ohne dass ich den irgendwie jemals groß noch weiter wiederholt habe. Also das funktioniert wunderbar, dass man sich mit Gedächtnispalästen auch die Sachen wirklich langfristig abspeichert. Dann Vorteil Nummer 4 von Gedächtnispalästen und ein Argument, warum du es auch einfach in dein Lernen zumindest mit implementieren und einbauen sollst, ist, du kannst die Sachen auch ziemlich komplett dir einprägen, zumindest das, was du dir vornimmst, einzuprägen. Zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung in der Schule, wo ich noch keine Lerntechniken oder diese Lerntechniken oder Gedächtnispaläste verwendet habe, war immer das Problem, ich habe mir, was weiß ich, 15 Begriffe einprägen müssen. Wenn ich Glück hatte, habe ich noch 10 gewusst. Die restlichen 5, entweder ich hatte Glück und sie sind mir irgendwie noch eingefallen oder sie waren eben weg. Mit Gedächtnispalästen, wenn du das in deinem Gedächtnispalast 15 Bilder dir überlegst, die schön in deinen Raum, in deinem Gedächtnispalast ablegst, das vielleicht noch einmal kurz vor der Prüfung oder Tage davor wiederholst, kannst du dir sehr, sehr, sehr sicher sein, dass du selbst unter Druck und Stress auch da noch alle Fakten, ob das 15, ob das mehrere hundert sind, dass du die sicher abrufen kannst. Weiterer Vorteil, du kannst auch dir die Reihenfolge damit sehr, sehr gut einprägen. Wenn du es richtig machst, ist ein Gedächtnispalast wirklich schön linear aufgebaut und du kannst wirklich dir auch die Reihenfolge merken. Wichtig, wie vorhin angesprochen, Biochemie, irgendwelche Abläufe, Zyklen, Signalkaskaden und so weiter. Also auch die Reihenfolge kannst du damit wunderbar dir einprägen, was ja oft von ja, immens wichtiger Bedeutung ist. Dann weiterer immens wichtiger Punkt, du sparst dir enorm viel Zeit beim Lernen. Auch wenn du sagst, du baust vielleicht deinen ersten Gedächtnispalast, das dauert noch ein bisschen länger, auch dann kannst du schon Zeit sparen, indem du, wie gerade schon angesprochen, viel, viel weniger wiederholen musst. Du schaust dir entweder einen Gedächtnispalast an, baust dir einen und wenn du das mal angeschaut oder dir gebaut hast, kannst du den schon ziemlich langfristig und musst einfach weniger wiederholen. Damit sparst du schon mal Zeit und du sparst dir einfach Zeit, wenn du ein bisschen trainierter bist. Du musst dir das beim Einprägen, kannst dir schnell einen Gedächtnispalast bauen, dir die Bilder überlegen und sparst direkt beim Einprägen schon Zeit, als wenn du dir das eine halbe Stunde durchlesen würdest und dann auch nochmal, wie gesagt, nochmal wiederholen musst. Also auch beim Einprägen kannst du, wenn du ein bisschen geübt bist, dann wirklich auch Zeit reinholen, indem du dir die Sachen schnell in den Gedächtnispalast ablegst und so dann die Sachen sehr, sehr schnell abspeichern kannst. Also dieser zeitliche Aspekt, indem du weniger wiederholen musst und, wenn du geübt bist, auch Zeit reinholen und sparen kannst beim eigentlichen Einprägen. Dann ein vielleicht für dich nicht so wichtiger Faktor, aber vielleicht dann wiederum doch, das Lernen kann so wieder Spaß machen und unterhaltsam sein. Du kennst es bestimmt auch, das Auswendiglernen, stupide, trocken, du hast keine Lust mehr, bist vielleicht demotiviert. Es macht einfach keinen Spaß, stupide, sich irgendwas durchzulesen. Vielleicht schreibst du noch Zusammenfassungen und es ist einfach kein spaßiges oder kein Vergnügen und nicht wirklich, macht nicht wirklich Spaß.
Und da, wenn du schon mal einen Gedächtnispalast entweder von uns geschaut hast oder gebaut hast, du bist kreativ, kannst dir Sachen überlegen. Und neben dem Spaß ist auch ein ja, positiver Aspekt, dass du dich beim Einprägen gar nicht so super fokussieren und konzentrieren musst, als wenn du wirklich irgendwie was stupide auswendig lernst und versuchst, es irgendwie aufzusaugen und zu behalten, als wenn du dir jetzt eben in dem Fall dir Geschichten, Gedächtnispaläste überlegst, weil eben dieses Bildliche viel gehirngerechter ist für unser Gehirn und nicht so anstrengend ist, als wenn du dir das Stupide irgendwie so, ja, in die Birne einbläuen möchtest. Und da ist eben riesiger Vorteil, dass du eben, ja, Spaß wieder beim Lernen hast, in Kombination mit, ja, dass du super effizient lernst und die Sachen, wie auch schon angesprochen, eben sehr, sehr langfristig dir einprägen und merken kannst. Also wenn du auf der Suche nach der einen Lerntechnik bist, dann kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung auch sagen und ans Herz legen, beschäftige dich mal mit der Loci-Methode bzw. eben mit den Gedächtnispalästen. Sie haben mir das Leben im Medizinstudium gerettet. Sie werden dir auch enorm viel Zeit und Nerven sparen können. Wie gesagt, es gibt so viele, die sagen, boah, lern mit Anki und Zusammenfassungen und hier und da und Eselsbrücken. Aber ich kann dir wirklich versprechen und sagen, wenn du dich damit mal beschäftigst, wenn du es einfach mal selbst anwendest, kannst du dir echt enorm viel Zeit und Nerven sparen und wirklich dein Lernen aufs nächste Level, sage ich mal, bringen, weil du eben siehst, oh krass, es ist zum einen gehirngerechter, du kannst die Sachen langfristig einprägen, es macht wieder Spaß, du bist dann insgesamt auch wieder vielleicht motivierter, überhaupt zu studieren, weil einfach das Lernen wieder Freude machst. Du hast mehr Freizeit, kannst vielleicht deinen Hobbys eher nachgehen oder Leute treffen, weil du einfach ja Zeit mit der richtigen Lerntechnik sparst. Also wenn du auf der Suche bist, dann beschäftige dich auf jeden Fall wirklich mal mit dem Thema, ob das hier auf unserem YouTube-Kanal ist, wie auch immer. Wir haben auch in Kürze wieder unseren Online-Lernworkshop. Schau gerne mal in die Beschreibung. Der nächste wird am 4.5. stattfinden, falls du da noch mit am Start sein möchtest, wo ich dir erkläre, wie du Gedächtnispaläste baust, wie du die bei den verschiedenen Themen anwenden kannst, dass du selbst in der Lage bist, wirklich ja gute Gedächtnispaläste zu bauen. Manchmal ist die Hürde ein bisschen schwer, da selbst sich irgendwie reinzufuchsen. Dann schau gerne in die Beschreibung, melde dich gerne dazu an. Falls du das Video schaust und es ist schon ein bisschen her, dann schau einfach unten auf unserer Homepage, wann es den nächsten Lernworkshop gibt. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wenn du sonst noch Fragen hast, ja, schreib es mir gerne in die Kommentare oder wenn du sagst, oh, ich habe nicht recht, dann überzeug mich gern eines Besseren und schreib's in die Kommentare, was deine Lerntechnik ist, warum das für dich die beste und richtige Lerntechnik ist. Schreib's also gern in die Kommentare. Und kleiner Bonustipp noch, wenn du sagst, boah, Gedächtnispaläste funktioniert schon super, du kannst es auch mit anderen Lerntechniken kombinieren, Geschichtenmethode, Schlüsselwortmethode, musst dich nicht nur auf eine, ja, versteifen, du kannst es auch kombinieren mit deinem Lernen, was du bisher, wie du bisher lernst, du musst jetzt nicht nur noch mit Gedächtnispalästen lernen, das ist vielleicht jetzt hier auch ein bisschen falsch rübergekommen, du kannst es kombinieren mit deinen ganzen Lernmethoden und Techniken, die du vielleicht bisher schon nutzt. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg beim Lernen, vielleicht auch besonders eben mit Gedächtnispalästen und lass uns gerne in den Kommentaren diskutieren, warum das die beste Gedächtnis- oder Lerntechnik ist oder eben nicht. Aber ich bin feste Überzeugung und habe auch selbst die Erfahrung gemacht, dass Gedächtnispaläste einfach das Mittel der Wahl ist und richtig geil, salopp gesprochen, funktioniert. In diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Video. Ciao!